Super, also guten Tag allen. Ich begrüße Sie und euch zur zweiten Sitzung unseres Webinars Theater und Communitas. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren heutigen Gast, die Künstlerin Julia Nowaczek, die uns vom Projekt, hallo Julia, nach dem Hallo. Ende der Versammlung erzählen wird, bei welchem sie mit der Performancegruppe End Partners in Crime zusammengearbeitet hat. Also danke vielmals, Julia, dass du heute mit uns dabei bist. Letztes Mal zur Webinareröffnung haben wir uns zusammen mit der Kuratorin und Dramaturgin Anne Quiñones auf Gobsquads letzte Produktion, Show Me a Good Time, konzentriert. Und da hatten wir eine reiche und sehr rege Diskussion über Gobsquads Arbeit, aber auch und vor allem über digitales Theater und dessen Möglichkeiten der Interaktion, der Partizipation, der Teilhabe von Zuschauenden gehabt. Und wir sind ein bisschen der Frage nachgegangen, inwiefern digitale Theaterformate imstande sind, Formen der Gemeinschaftlichkeit oder des Zusammenseins zu erproben. Und heute setzen wir uns mit einem ganz unterschiedlichen, doch nicht weniger aktuellen Projekt auseinander, das ebenfalls mitten in der Krise entstanden ist und sich ganz klar als Reaktion darauf versteht. Das Projekt nach dem Ende der Versammlung wurde im Januar im Online-Programm des Frankfurter Künstlerhauses Musuturms vorgestellt. Und es nimmt die Schließungen der Theater bzw. der Kulturinstitutionen und der Parlamente zum Ausgangspunkt, um das Thema der Versammlung zu erkunden. Also darüber wird Julia Nowaczek danach ausführlicher reden. Es ist ein ziemlich vielschichtiges Projekt, das aus unterschiedlichen Teilen besteht. Aber es bezieht sich ganz kurz auf drei Versammlungsformen: das Theater, das Parlament und eine Kantine, wo auch eine kleine Akademie organisiert wird. Und im Zusammenhang unseres Webinars hat uns vor allem die Idee, die der Titel schon verrät, interessiert, nämlich dass die Versammlung, also im Singular, das heißt die Versammlung als Form, vielleicht auch als Ritual, als Grundlage des gesellschaftlichen Lebens, der gemeinsamen Diskussion und der politischen Organisation verstanden wird, die von der Pandemie nicht nur ausgesetzt wird, sondern der vielleicht auch einen Endpunkt gesetzt wird durch die Pandemie. Das heißt, der Begriff der Versammlung neigt sich vielleicht seinem Ende zu. Also das scheint ein bisschen der Titel zu suggerieren und wäre eigentlich neu zu denken. Aber dieser Begriff ist auch nicht ganz überwunden. Und eben im Film sieht man, glaube ich, ganz gut, wie Theater, Parlament und gemeinsames Essen ein bisschen ineinander übergehen und wie dadurch die herkömmlichen Grenzen zwischen diesen drei Versammlungsformen in Bewegung gesetzt werden. Das Projekt erforscht also, wie künstlerische Praxis, politische Debatte und Fürsorge in Krisenzeiten mobilisiert werden können, um also dem Gemeinwohl zu dienen, erstmal und Gemeinschaftlichkeit zu begünstigen. Das interessiert uns auch für das Seminar. Die Sitzung wird ähnlich wie letztes Mal in zwei Teilen verlaufen. Also heute übernehmen Nina Seiler und ich die Moderation. Nina Seiler und ich arbeiten beide im Projekt Krise und Communitas mit. Zuerst werden Nina und ich ein Gespräch mit Julia Nowaczek führen und dann öffnen wir die Diskussion für alle Teilnehmenden. Falls Fragen bereits im ersten Teil auftauchen, also falls Sie sofort an einem Punkt einhaken möchten, können Sie gerne Ihre Fragen im Chat schreiben und wir versuchen, Sie ins Gespräch einzubetten. Und im zweiten Teil können Sie sich auch gerne entweder im Chat oder mündlich oder durchs Handheben, also die Zoom-Funktion, melden. Wir wären aber froh, wenn die Diskussion vorrangig mündlich stattfindet, um zu vermeiden, dass zwei Gespräche parallel geführt werden. Das erspart uns einfach als Moderatorinnen einen kleinen Anteil an inhaltlicher und technischer Überforderung und Konfusion. Und ja, es dient auch dem Gemeinwohl der Sitzung halt. Und damit übergebe ich gerne das Wort zu Nina und dann können wir direkt mit dem Gespräch mit Julia loslegen. Vielen Dank, Luis, für deine Einführung und herzlich willkommen auch von meiner Seite, ganz speziell auch an Julia Nowaczek, die ich jetzt auch gleich ein bisschen detaillierter vorstellen werde. Wie ihr bereits gehört habt,
ist sie die Regisseurin des Films Das Theater und hat auch als Kamerafrau in dieser Zeit des Projekts agiert. Julia hat Kunst und digitale Medien in Wien studiert, wo sie auch herkommt, und anschließend angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Wohnen tut sie momentan in Berlin und ist aber gerade in Regensburg auf einer Produktion. Julia Novacek ist seit 2015 in verschiedenen Performance-Projekten tätig, also in verschiedenen Gruppen und Produktionen in und um Gießen und Frankfurt am Main hauptsächlich. Und einige von diesen unzähligen und auch total spannenden Projekten möchte ich jetzt euch noch kurz vorstellen. Ich beginne bei 2018 bei der Mitarbeit im Performance-Kollektiv Chicks, das herauszufinden versucht hat, wie Maskulinität performt wird und was passiert, wenn sich ein weiblicher Körper diese Skills von Maskulinität aneignet und im Theater performativ wiedergibt. Dann 2019 hat Julia im Theater Münster beim Schauspiel Gespräche mit Astronauten von Felicia Zeller mitgewirkt, nämlich bei den Videoarbeiten. Und dieses Schauspiel hat die Frage nach den sozioökonomischen Relationen von Au-pairs und deren Gasteltern gestellt. Seit 2019 ist Julia Novacek im mobilen Filmkollektiv Studio Studio, respektive Studio Vogelsberg, tätig. Das findet im Rahmen einer Flux-Residenz statt, die über 3 Jahre geht. Und das sind filmische, ortsspezifische Projekte, also mit einem Fokus auf die Darstellung und Dokumentation des Lebens auf dem Land. Hier gibt es dokumentarische Porträts, die verwoben werden, also Porträts von Regionen, wohlgemerkt, die verwoben werden mit fantastisch-illusionistischen Szenen, in denen die BewohnerInnen dieser Regionen als SchauspielerInnen, als DarstellerInnen auftreten. Thema ist hier vor allem auch Wandel der sozialen Struktur, auch in dörflichen Regionen oder ländlichen Regionen und die Verwicklung von Biografie und Geografie. Ein weiteres Projekt ist Streams Catching Cars mit Artemi Schokin, wo die beiden künstlerische Forschung mit Video, Animation und Near-Field Communication Technik betreiben, in einem Setting von Theater und Performance. Es interessiert sie dabei vor allem die Schnittstellen von digitalen und gemeinschaftlich-politischem Erleben im Raum und die Interaktion von digitalen Simulationen und Live-Situationen. Dann ebenfalls seit 2019 arbeitet Julia Novacek an einem Video-Essay oder einem künstlerisch-dokumentarischen Langzeitforschungsprojekt, das unter dem Titel Dosta Dosta, also genug, genug, wo sie sich Klagefrauen, Tänzerinnen und politischen Aktivistinnen in Serbien, Montenegro und Deutschland widmet und dabei beispielsweise eine Gruppe älterer serbischer professioneller Klagefrauen begleitet und dies in Zusammenhang setzt mit den Aktionsformen der Frauen in Schwarz und auch eine Parallele sieht, also auch eine biografische Parallele zu einer Pole-Dancerin, die das Tanzen an der Stange als auch feministische Praxis eigentlich praktiziert. Dann im Frühling 2020, als vor einem Jahr, als die Pandemie sozusagen losging, war Julia Novacek Teil einer Gruppenausstellung Times in Crisis in der Klosterruine Berlin. In dieser Ausstellung wurde eigentlich das Format des Videotagebuchs ausprobiert. Über die Dauer einer Woche wurde nach der Zeitlichkeit, nach der zeitlichen Dimension der Krise und des gesellschaftlichen Ausnahmezustands geforscht. Dann noch jetzt 2021 im Januar hat der Musson-Turm in Frankfurt online ebenfalls den Film Rage, a Tennis Western gezeigt, bei dem Julia ebenfalls die Videoarbeiten gemacht hat. Und in Planung, respektive in Verschiebung
Von letztem Jahr, glaube ich, ist eine Einzelausstellung in Planung in Belgrad mit Julias Arbeit. Und zu guter Letzt das heutige Thema, die Performance-Gruppe and Partners in Crime, wo Julia eben auch im Langzeitprojekt nach dem Ende der Versammlung mitarbeitet. Und dieses Projekt hat eben neue Formen der Versammlung untersucht, wie Luis bereits geschildert hat. In diesem Projekt sind drei Outputs oder Teile oder Teilprojekte wie so entstanden. Das eine nennt sich, also nach dem Ende der Versammlung 1, ist die Akademie, ein Symposium, das in der ADA-Kantine stattgefunden hat, die wir auch im Film gesehen haben, und Teile dieses Symposiums auch. Das hat im August letzten Jahres stattgefunden. Dann der zweite Teil wäre oder ist das Parlament. Ein fiktiver Walk durch den Frankfurter Römer, den wir ebenfalls im Film gesehen haben, also das Parlamentsgebäude in Frankfurt. Und dieser Walk wäre sozusagen in der Zukunft, in 30 Jahren, wenn es gar keine Parlamente mehr gibt. Und diese Lecture-Performance, das Parlament, wurde dann aber durch den zweiten Lockdown verhindert. Und jetzt eben der letzte, dritte Teil, ich glaube, es ist der letzte. Der Film Das Theater, der im Januar 2021 ebenfalls beim Musson-Turm online gezeigt wurde und sozusagen ein bisschen eine Zusammenfassung des gesamten Projekts eigentlich darstellt. Genau, also das haben wir ein bisschen schon gehört über dieses Langzeitprojekt nach dem Ende der Versammlung und über Julia selbst. Und ich möchte jetzt gerne Julia dich fragen, ob du vielleicht ein bisschen erzählen kannst über die Zusammenarbeit in der Performance-Gruppe and Partners in Crime, so grundsätzlich, also wie lange gibt es die Gruppe schon, wie arbeitet ihr zusammen, wie lange bist du dabei und auch woher eigentlich dieser Name kommt. Ja, erstmal vielen Dank für die sehr ausführliche Einführung. Voll schön, dass ich zu Gast sein kann bei euch. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Online-Seminar dabei bin. Ich finde es irgendwie ganz aufregend. Genau, dann erzähle ich mal. Also ich glaube, End Partners in Crime ist eigentlich so ein Kollektiv um hauptsächlich Eleonora Herder und Tim Schuster herum, die seit langem schon in Frankfurt arbeiten und ich bin da eigentlich dabei seit, ich glaube 2017 war das erste Mal, dass wir gemeinsam gearbeitet haben und es ist eigentlich so ein loses Kollektiv, also ein loses Kollektiv von so Medienkünstlerinnen und Leuten, die Performances machen und aus dem Theoriebereich kommen, wo wir eigentlich immer zu so, weiß ich jetzt nicht, vielleicht kann man das so sagen, gesellschaftlichen Phänomenen arbeiten und dann sehr ausführlichen Research machen, alle gemeinsam. Und daraus entstehen dann entweder Bühnenarbeiten oder Arbeiten, die außerhalb von Bühne stattfinden, also irgendwie dann interaktiv sind im öffentlichen Raum. Genau, und End Partners in Crime. Ich glaube, die, also unter dem Namen arbeiten die schon seit 2014. Ich weiß das, glaube ich, jetzt gar nicht so genau. Also schon ein paar Jahre. Genau, und jetzt, und das letzte Projekt nach dem Ende der Versammlung, eigentlich war das schon so vor Corona irgendwie so angedacht, ein Projekt über so das Phänomen der Versammlung zu machen und die sozusagen an den Parallelen zu arbeiten von so parlamentarischer Politik und Theater. Und dann kam halt Corona und das hat irgendwie alles nochmal so zugespitzt. Und so haben wir eigentlich mit diesem Projekt angefangen vor gut einem Jahr und haben dann in unterschiedlichen Phasen und immer wieder so wie in so Probenwochenenden zusammengearbeitet. Also ich kann nochmal sagen, genau, also ich war jetzt bei diesem nach dem Ende der Versammlung dabei. Marc Behrens, der ist Sounddesigner und Tonkünstler. Anja Suchowa, die ist Grafikdesignerin, macht ganz viel Bühne. Und dann eben Eleonora Herder, die viel Regie macht und Text produziert. Und Tim Schuster, der Dramaturg ist. Aber alle sind, also vor allem Tim und Leila, arbeiten auch immer sehr stark an so kulturpolitischen Projekten. Also es geht ganz viel immer um so Schnittstellen von
künstlerischer Arbeit und ich weiß nicht, also so anderen gesellschaftlichen Formen von Zusammenkommen oder so. Ich glaube, das kann man vielleicht so im Groben sagen. Genau, also es war dann irgendwie so, wir wollten halt am Anfang eine Performance machen letztes Jahr zu dem Thema Versammlung und eben in Kooperation mit dem Römer. Und dann kam irgendwie diese Ada-Kantine dazu, die auch in diesem Film so ja sehr präsent ist als Ort. Also das hat sich eigentlich so sehr organisch entwickelt. Das war jetzt auch überhaupt nicht der Plan von Anfang an, das so parallel zu denken. Und den Film, den ihr ja alle oder wahrscheinlich die meisten von euch jetzt gesehen haben, den habe ich gemacht und das war wirklich so die Idee davon, okay, wie kann man so begleitend unsere Arbeit irgendwie dokumentieren und da so Überlegungen anstellen zu diesen Themen oder zu diesen Schnittstellen von Versammlung, okay, was ist eigentlich so Parlament, Theater und Kantine als so Orte von des Zusammenkommens. Genau, und dann haben wir irgendwie angefangen, uns so sehr profan, wenn wir uns gemeinsam getroffen haben und gekocht haben, dabei aufzunehmen, weil es irgendwie auch, also auch so für so künstlerische Praxis, das irgendwie sehr, also wenn man mal da so drüber nachdenkt, okay, wie arbeitet man eigentlich, es voll oft in diesen Zwischenräumen ja stattfindet, so wenn man so beim Kaffee trinken oder beim Essen, dass man da so konzeptuell auch arbeitet und das jetzt nicht, also dass das so ein großer Teil auch von so kollektiver Arbeit ja dann auch letztlich ist, also jetzt mal nur so aus künstlerischer Perspektive gesehen. Genau, und so hat das angefangen. Und die Ada-Kantine, weiß ich, soll ich vielleicht mal was über die Ada erzählen oder sonst fragt es mich gerne, sonst rede ich jetzt einfach irgendwie so vor mich hin. Nein, du kannst gerne erzählen. Ja. Genau, und die Ada-Kantine, das ist eine alte Kantine in der Akademie der Arbeit in Frankfurt und das ist am alten Unicampus und die Akademie der Arbeit ist eine Bildungsstätte gewesen für ArbeiterInnen, die sich weiterbilden wollen, also da gab es das ist wie so die Gewerkschafts-Unicamp, also so war das irgendwie genannt, die so Stipendien vergeben, für Leute, die in diversen Betrieben arbeiten und sich so weiterbilden können auf politischer Ebene und ganz viel auch, ich glaube, ganz viel um so Arbeitsrecht ging es dann auch, um sozusagen dieses Wissen zurückzutragen in die diversen Betriebe und genau. Und das ist eben aufgegeben worden vor 2 Jahren und jetzt ist die Ada-Kantine eine Zwischennutzung, weil in dem Gebäude soll perspektivisch werden da Wohnungen reingebaut und für das nächste Jahr gibt es halt jetzt eben dort diese Kantine für Menschen mit Bedürfnissen, also die entweder wegen dem Hunger kommen, also viele Menschen, die in Frankfurt auf der Straße leben, aber auch viele Leute aus der Nachbarschaft, also irgendwie ist das so ein Ort, war so die Idee, so ein Ort, ja, diesen Ort als Begegnungsstätte zu denken und jetzt nicht einfach nur als so Küche, die satt machen kann in großen Mengen, sondern die auch ein Ort sein kann, wo kulturinteressierte Menschen hinkommen, Nachbarschaft, also irgendwie wie so Austausch möglich ist. Und das hat sich eben letztes Jahr, so April, Mai, haben sich eben so bestimmte Initiativen zusammengefunden und diese ADA Kantine gegründet und da gab es halt ganz unterschiedliche Initiativen, die da so Teil waren, also End Partners in Crime, wir waren ein Teil davon, aber auch zum Beispiel Project Shelter, das ist eine Organisation, die sich in Frankfurt um Unterkünfte für Geflüchtete kümmert oder über den Tellerrand AG, das ist so eine bundesweite Initiative, die so Essen organisieren zwischen Menschen mit Fluchterfahrung und BewohnerInnen, genau, und da gibt es sozusagen an sehr unterschiedlichen Stellen kamen dann irgendwie so Leute zusammen und dann war so die Idee, ah ja, okay, man will so diese Küche weiter nutzen und die ADA ist halt 3 Tage die Woche offen, Freitag, Samstag, Sonntag, was genau die Tage sind, wo sonst die sonst staatlichen Küchen, die für bedürftige Menschen sind, eigentlich geschlossen haben am Wochenende und auch vegetarisches Essen anbieten, weil das sonst eigentlich kaum der Fall ist, also dort wird hauptsächlich vegan gekocht mit Essensspenden oder vegetarisch. Genau, und eröffnet hat das Ganze letztes Jahr im Sommer. Und dann haben wir
an einem Wochenende eben eine Akademie organisiert, wo unterschiedliche WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen zu Themen eigentlich so wie Tischreden gehalten haben. Die sozusagen eigentlich in diesem Projekt so verhandelt werden. Und das war dann eigentlich so ganz schön. Also irgendwie ging es so darum, okay, wie kann man eigentlich so vielleicht auch wissenschaftlichen Inhalt oder das, was man sich so, was so theoretische Überlegungen zu solchen Projekten sind, zugänglich machen. Und dann war das wirklich so organisiert wie Tischreden. Also es gibt dann so eben 3 Stunden jeden Tag, wo diese Kantine offen ist. Man teilt sich mit anderen Menschen den Platz. Also man wird auch bedient. Es gibt Service, das ist eigentlich auch so wie ein Restaurant. Also es ist jetzt nicht so, man wird so bedient. Es gibt Vorspeise, Nachspeise. Genau, und man zahlt halt, wie viel man kann. Also das ist irgendwie so dieses solidarische Prinzip davon. Und dann diese Akademie gab es dann eben Tischreden, was ganz schön war, weil die eigentlich alle so zwischen 10 und 25 Minuten maximal waren, die so unterschiedliche Inhalte vermittelt haben. Ich kann euch sonst auch gerne einen Link schicken, da haben wir auch so diese ganzen Videos von diesen Vorträgen gemacht, vielleicht zum Durchschauen, ganz interessant. Genau, wo es so darum ging, sehr kurz bestimmte Ideen irgendwie anzureißen oder so. Also zwei Wissenschaftlerinnen, die eigentlich aus der Soziologie kommen, haben so einen kleinen Input-Vortrag darüber gehalten, ob die ADA-Kantine eigentlich ein feministisches Projekt ist, weil sie ja ganz viel mit Care-Arbeit zu tun hat und so weiter. An dieser Akademie hatten wir dann aber auch so Workshops organisiert. Zum Beispiel gab es einen Klo-Putz-Workshop, da hat dann einer aus der AG Küche, glaube ich, einen Workshop gemacht, wo sich dann Leute angemeldet haben, wo er erklärt hat, okay, wie man eigentlich so öffentliche Toiletten am besten putzt oder so. Also sehr, es war so die Idee, so okay, wie kann man das so sehr praktisch auch rangehen. Genau. Das war so diese Akademie als so Auftakt. Und diese AG-Programm, die machen seitdem, organisieren die unterschiedliche Filmabende oder auch Vortragsformate, also genau, da gibt es so eine eigene AG, die auch immer noch aktiv ist in der ADA, die versucht so irgendwie ein Rahmenprogramm zu machen, da genau, als Erweiterung zu dieser Kantine oder irgendwie den Ort auch so zu begreifen als so Ort, wo Bildung irgendwie stattfindet. Und ja. Euer Projekt war jetzt sozusagen wie ausgehend, respektive ist dann irgendwann auf diese ADA auch gestoßen worden und ist dann wie ausgehend von diesem Projekt, von diesem Ort, hat auch wie so einen größeren Bogen noch geschlagen, oder? Ja, genau, ich glaube, so kann man das voll sagen, genau. Und wir haben dann eben angefangen, viel über diese Institutionen nachzudenken, also einerseits, was so diese die Kantine oder Akademie, die Akademie als Kantine, das was so dann wie das erste Teilprojekt, dieses Akademiewochenende. Und das zweite war dann das Parlament, wie du schon erzählt hast, das war das wäre gedacht als wie so ein Lecture Walk gewesen durch das Rathaus, durch das leere Rathaus, das ja die ganze, also das in Frankfurt seit letzten April nicht mehr genutzt wird. Also in dem Film sieht man das ja auch ganz eindrücklich, das sind halt einfach diese parlamentarischen Räume, die einfach total leer sind. Und das Parlament in Frankfurt tagt jetzt tatsächlich in einer Kantine, weil dort einfach mehr, also volumensmäßig mehr Luft ist. Genau, das sind halt alles diese ganzen Überschneidungen, die sich dann so ergeben haben, und wir haben halt immer irgendwie eigentlich versucht, das ganze letzte Jahr in diese Räume reinzukommen, da entweder Projekte zu machen, filmen zu können und irgendwie so darüber nachzudenken, was das eigentlich alles miteinander zu tun hat. Genau, und in dem Parlament, nach, weiß ich nicht, Wochen der Ausverhandlung mit der Verwaltung ist es uns dann genehmigt worden, dass wir dort diesen Walk machen können an 4 Tagen, also durch die Kellerräume des Rathauses und so weiter. Und dann kam halt der zweite Lockdown und dann haben wir uns entschieden, das Ganze über Zoom zu machen. Genau, und das war dann Ende November, und begleitend dazu habe ich eben diese ganzen Prozesse halt filmisch begleitet. Genau. Und Shahzad, die man hier als Moderatorin sieht in dem Film, die ist, das ist eine Journalistin, die arbeitet eigentlich beim Bayerischen Rundfunk und hätte auch oder hat auch diese digitale Führung durch das Rathaus in Frankfurt gemacht, genau. Okay.
Und was ich jetzt aber noch spannend finde, eigentlich, dass ja der Film, der jetzt eine fixierte audiovisuelle Komposition ist, dann aber das Theater heißt. Also wie steht dieser Film im Zusammenhang mit dem Begriff oder dem Konzept oder der Institution von Theater? Also das Theater als Räumlichkeit kommt auch mal vor im Film, aber ich habe das Gefühl, es war so ziemlich isoliert. Also welchen Stellenwert hat für euch das Theater als Begriff, als Institution? Ja, ich weiß jetzt, vielleicht kann ich das einfach nur für mich sagen. Oder ich glaube in dem Film, warum wir dann auch dachten, ah ja, wir nennen das Theater, weil der Film für uns eine Möglichkeit war, unsere künstlerische Arbeit zu reflektieren. Oder weil, also ich würde erstmal denken, das Theater für mich persönlich ist irgendwie ein Ort, wo ich mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeite. Und als Institution ist das ja immer... versucht das ja irgendwie unsere so Kultur zu repräsentieren, die ja vielleicht sich schon ganz verändert hat. Also auch so die Fragen, ah, ist das überhaupt noch eine notwendige Institution oder wie wird das nach der Pandemie sein? Kommt man dann drauf, dass man das überhaupt noch braucht oder nicht? Also das sind schon so, glaube ich, Fragen, die wir uns alle sehr stellen. Plus wir kommen eigentlich ja alle aus so einer freien Szene, wo wir jetzt gar nicht fix an diesen Institutionen arbeiten, sondern eh sehr frei arbeiten und eigentlich meistens die Strukturen, die so, wo man jetzt sagt, okay, das Theater als Struktur oder so, uns ja eigentlich ständig selbst aufbauen. Ich glaube, dass wir das, also deswegen war so der Grund, diesen Film auch das Theater zu nennen, weil es ja eben viel drum ging, ah ja, okay, wie arbeiten wir eigentlich als Gruppe und wie kann man da eigentlich dann so künstlerisch arbeiten oder andere Strukturen schaffen, die nicht das klassische Stadttheater vielleicht sind, wo Produktion oder wo künstlerische Produktion möglich ist und Austausch. Und da wäre halt dann die Idee, okay, kann das vielleicht eine Kantine sein oder braucht man überhaupt diesen Raum oder geht es dann eigentlich nur um den Moment des Austausches und so. Also genau. Ja, es ist, es war auch interessant, diese Frage nach dem Theaterbegriff für euch, weil ich habe mich ständig beim Film anschauen gefragt, also warum der Film eigentlich so heißt, inszeniert, also geht ihr davon aus, dass ihr was in dieser Kantine inszeniert und vielleicht inszeniert ihr euch selbst im Film, indem ihr euch auch halt filmt. Und also es gibt viele Momente im Film, wo man euch sieht, man sieht ein bisschen, wie ihr euch mit anderen Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten vertraut macht. Also du hast von Kloputzen erzählt, aber auch einfach beim Kochen oder beim, also ihr filmt auch das Putzpersonal vom Rathaus, aber ihr filmt euch auch dabei. Das heißt, indem ihr diese, ihr sprecht, glaube ich, von soziale Plastik im Film, indem ihr diese soziale Plastik erzeugt, inszeniert ihr euch auch. Und ihr schlüpft auch in andere Rollen als PerformerInnen eigentlich. Du bist halt hinter der Kamera, aber die anderen. Und also indem das Stück über die Versammlung von der Bühne in eine Fürsorgestruktur übertragen wird, werden euch auch ganz konkrete Aufgaben zugewiesen, die eure übliche Position von KünstlerInnen neu bestimmt, oder? Neu bestimmen. Ja, ich glaube, also vor allem auch diese, also wie du das beschreibst, diese Fürsorgearbeit der Menschen, die dann zum Beispiel in dieser Kantine im Rathaus arbeiten, die diese Mikrofone desinfizieren oder so, dass das ja alles irgendwie Leute sind, die diese Strukturen, dass überhaupt eine Versammlung stattfinden kann, ja erst ermöglichen, genauso wie diese Köchinnen und so weiter. Und ich glaube, dass dann, wenn wir uns oder wenn man dann zum Beispiel einmal mich sieht mit der Kamera, das sind ja auch dann alles so die ganze Arbeit, die so dahinter steht, um diese, oder dann in dem Sinne auch das Theater zu ermöglichen oder diesen künstlerischen Prozess. Also ich glaube, das war, genau, und ich glaube schon, dass in der Ader, also genau, ich glaube, der Moment der Inszenierung von Arbeit, wie wir das auch in dem Film gemacht haben, ist total präsent, das stimmt auch total. Natürlich sind das alles so, teilweise so dokumentarische Setzungen, teilweise ist das aber schon so ein Stück weit inszeniert oder dahin gelenkt oder ich meine natürlich auch dadurch, dass ich das geschnitten habe, treffe ich ja eine total spezifische Auswahl davon, an was ich zeige, an was ich von unserer Arbeit zeige. Ich glaube halt, was ich an der Ader tatsächlich irgendwie schön fand, war,
dass ich da tatsächlich das Gefühl habe, in diesem Tun wird es fast so ein bisschen egal, wer man ist oder aus was für einer Position man da kommt. Also da war es dann auch so, dass nach dem Essen teilweise die Wohnungslosen aufräumen und andere Leute, die sonst, ich weiß nicht, in irgendwelchen Institutionen arbeiten und in AGs sind, und dass es so, dass es da so diesen Ort gibt, wo es nicht so krasse Experten für bestimmte Dinge gibt. Ich glaube, weil das alles so viel, weil das natürlich alles so Ehrenamt ist, aber gibt es einen Koch, der halt ausgebildet ist, und sonst die Leute, die halt ihm helfen, die helfen kommen, die eingeteilt sind für die Kochschichten. Das ist ja kein ausgebildetes Küchenpersonal. Also das glaube ich, ist so schön an der Ader, oder fand ich dann noch letzten Sommer irgendwie so sehr schön, dass man sich so auch eigentlich ganz gut ausprobieren kann. Genauso wie das andere Leute gemeint haben, sie wollen jetzt auch mal einen Vortrag halten über sowas und das wäre total interessant. Und ein Wohnungsloser hat zum Beispiel an der Akademie einen Workshop gemacht, wie man eigentlich richtig Flyer verteilt oder wie er glaubt, dass das gemacht wird. Also so Sachen, die eigentlich, so Experten für Care-Arbeit, ich weiß auch nicht, also irgendwie war das so ganz schön, dass es darüber so einen Austausch dann gab, über dieses, man tut etwas für die Gemeinschaft, nämlich kochen oder putzen oder Flyer verteilen oder weiß ich nicht. Ja. Also ihr wechselt auch eure gesellschaftlichen Rollen als KünstlerInnen auch ab. Ja. Aber eben genau in diesen Positionswechseln liegt eigentlich das utopische Potenzial von dieser Kantine, oder? Und ich glaube, man kann ganz mehrere Beispiele von zeitgenössischen Theaterprojekten heranziehen, die eigentlich mit der Form des Parlaments experimentieren und die eben mit diesen repräsentativen Institutionen und dieser Theatralität auch zu arbeiten versuchen. Es gibt zum Beispiel Minorau, der das ziemlich prägnant sagt, also wenn die Politik zum Theater wird, muss das Theater auch die Politik ablösen oder ersetzen. Aber er macht etwas fast ein bisschen Radikaleres, indem sie wirklich die Struktur an sich verändern und eben außerhalb von diesen repräsentativen Institutionen operiert eigentlich. Und also ich frage mich einfach, inwiefern erlaubt der Rahmen der Kantine, andere Formen der Politik gemeinsam zu entwerfen? Also du hast von diesen Tischgesprächen, Tischreden erzählt. Mhm. Würdest du sagen, dass die Leute in der Kantine vielleicht auch durch diesen Positionswechsel eine andere Handlungsfähigkeit hatten, also außerhalb von den repräsentativen Institutionen? Ja, also inwiefern habt ihr das verhandelt als KünstlerInnen? Also die Frage nach der Stimme der Repräsentation. Ja, also ich glaube, ich finde es, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, okay, das und das ist da passiert, oder ja, ich finde, wir haben das geschafft. Also dass jetzt so Leute, die keine Stimme bekommen, da jetzt auf einmal Gehör finden. Ich glaube, das passiert total punktuell. Ich meine, natürlich ist das trotzdem, da kommen halt viele Leute hin, die einfach keine Wohnung haben. Und für die ist das erstmal deren Interesse, dass sie was Warmes zu essen bekommen. Und erst ab dann, also da kann man ja auch so drüber nachdenken, dass vielleicht erst ab dem Moment, wo ich nicht mehr Hunger habe, kann ich vielleicht über sowas wie politische oder so Aktivismus besser nachdenken. Also ich habe das Gefühl, das war so viel eher so dieses, dass man gemeinsam so Zeit verbringt, dass sich dann aus so kleinen Gesprächen sowas ergibt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so, aber das ist, finde ich, voll die wichtige, also das ist voll die Frage, aber ich glaube, das ist so eine Frage, die ich auch habe, inwieweit hat das so Nachhaltigkeit für politisches Handeln. Natürlich ergeben sich daraus so viele neue Allianzen, aber es ist ja dann schon am Schluss auch auf die Frage, wer spricht da für wen oder so. Also ich finde, auch in dem Film gab es ja am Schluss dann diese, das haben wir so die Tafelrunde genannt, wo so verschiedene Vertreter, die in der ADA eine Rolle spielen, irgendwie zu Wort kommen. Und aber natürlich hat dann jede AG oder jede Initiative auch einen Sprecher oder eine Sprecherin. Mhm. Genau, aber da gibt es jetzt schon auch so Bestrebungen, was ja zum Beispiel für ganz viele Geflüchtete voll wichtig ist,
dass die also dass die nachweisen können, dass die durchgehend eine Anstellung haben, zum Beispiel für ein Jahr, was für total viele Menschen voll schwierig ist, dass sie dann eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen können. Und da ist jetzt so die Überlegung, ah, okay, kann die ADA wirklich ein Arbeitgeber werden, zum Beispiel als Struktur, dann aber das ist dann so, gibt es natürlich viele Verwaltungsfragen und so, wie das möglich werden kann, aber da habe ich das Gefühl, gibt es dann schon so mehr Möglichkeiten von Teilhabe oder auch, wie das das Leben nachhaltig verändern kann von Menschen. Ja. Ja, was ich mich auch noch ein bisschen gefragt habe, also einerseits geht es ja wieder um diese Stimmnahme auch, respektive auch das sich aneignen gewiss weit dieses Raums und gleichzeitig auch so ein bisschen die Frage, ja, wer hört das überhaupt? Also beim Parlament oder bei Stadtverordnetenversammlungen ist es irgendwie nicht so die Frage, weil das wie so eine Versammlung des öffentlichen Interesses ist, das auch irgendwie medial begleitet wird und so weiter. Und bei diesen so Grassroots-Strukturen ist dann halt die Frage, ja, eben, also hören das die es eigentlich hören sollten überhaupt? Ja, ich hatte, also in Bezug auf die ADA hatte ich das Gefühl, dass jetzt auch End Partners in Crime zum Beispiel, dass wir ja ganz andere Tools haben, wie wir zum Beispiel mit Presse arbeiten können oder dadurch, wenn es die Möglichkeit gibt, diese da Events zu machen, die kulturell geframed werden, glaube ich, also war das schon so, dass dann auch Publikum kam oder Menschen kamen, die vielleicht sonst an diese Orte nicht gehen würden. Und da hatte ich eher das Gefühl, okay, diese Strukturen von so vielleicht Öffentlichkeit, auch wenn das jetzt nur den Kulturbetrieb betrifft, das war so etwas, was wir gut einbringen konnten, um im besten Fall dazu beizutragen, dass das sichtbarer wird in der Stadt. Und das, glaube ich, führt dann schon auch dazu, dass dann mehr Leute aus der Nachbarschaft irgendwie vorbeikamen und dass es dann im besten Fall weniger Berührungsängste gibt. Ja, ich möchte noch mal kurz auf den Film an sich zu sprechen kommen, weil ich fand, er hat auch eine sehr zugleich prägnante und diffuse auch visuelle Sprache. Also ich finde, man sieht da, also zum Beispiel an der Funktion des Raums des Essens, also man sieht, denke ich, wie so die körperliche Dimension, wie die irgendwie auch in dieser Pandemie in ein neues Licht gerückt wird und eine neue Aufmerksamkeit erringt, also so das Körperliche und die Beziehungen auch von Körpern. Ich werde hier noch schnell mal kurz zwei, drei Filmstills zeigen. Einerseits natürlich, was halt so das ewige Thema der Covid-Pandemie ist, ist das Abstandhalten der Körper voneinander, auch genannt Social Distancing, was ja auch nicht so ein treffender Begriff ist eigentlich, eher Physical Distancing, was im Film dann auch so gezeigt wird, wie eine zum Teil fast groteske Ausführungen, dass es dann annimmt, wenn eben diese Person diese 5 Zentimeter zwischen den Tischen noch mit dem Meter abmisst. Aber das andere, was so das Körperliche betrifft, finde ich, das sieht man in diesem Film irgendwie auch sehr gut, ist so, dass das Essen als auch eine Form des Instandhaltens des Körpers. Also man soll sich möglichst gesund und ausgewogen ernähren, um so das Immunsystem möglichst in Schuss zu halten, um diesem Virus etwas entgegensetzen zu können, falls man dann damit in Kontakt kommt. Und ich denke, es geht da sehr viel auch so um das Setzen von Grenzen zwischen den Körpern und zum Körper eigentlich. Und hier denke ich eben, dass dieser Film genau wie so ein bisschen das Gegenteil auch macht. Also dass zum Beispiel durch extreme Nahaufnahmen wie so Grenzen der körperlichen Integrität sozusagen durchbrochen werden. Hier gerade am Beispiel des Essens, was ja noch mal wie so eine zusätzliche Verletzlichkeit irgendwie auch
darstellt. Und also du rückst mit deiner Kamera den Menschen, aber zum Teil auch den Dingen so ziemlich stark auch auf die Pelle sozusagen. Und ich finde, das macht aber auch die Ada-Kantine gewiss weit, weil sie so diesen Isolationsgedanken, klar, es wird desinfiziert und es wird Abstand gehalten, aber dieser Isolationsgedanke der Menschen untereinander, wie so irgendwie durchbrochen wird und so eine neue Offenheit gibt für auch andere Menschen. Und darüber haben wir vorher auch schon kurz gesprochen, über die Care-Arbeiten und auch die repetitiven Handlungen, die im Film sehr stark auch auf der visuellen Ebene präsent sind. Also hier sieht man die Person, die so das RednerInnenpult desinfiziert. Und dann folgt aber deine Kamera diese Person durch den Raum und damit wird sie wie so in den Vordergrund gerückt. Also wird ein klares Bild von ihr erschaffen, währenddem die PolitikerInnen im Hintergrund so verschwimmen. Mhm. Und ich finde, dadurch wird wie so eine Narrative auch die Hierarchie eigentlich auf den Kopf gestellt. Und was ich ziemlich interessant finde, hier sieht man im Bild auch noch dieses Zusatzbild, wo das eigentlich die auditive Ebene liefert, wo es darum geht, was macht eine Versammlung zur Versammlung. Und es wird auch thematisiert, dass eben abgesehen von den Versammelten auch ein Publikum sozusagen zur Versammlung gehört. Und diese Person, die ihr hier verfolgt, oder die du verfolgst mit der Kamera, die gehört die eigentlich gar nicht dazu. Also es ist noch so ein anderer, wie eine andere Realität, die hier in dieser Versammlung stattfindet. Und ich finde, das sieht man noch stärker, wenn diese Person dann noch jemandem winkt. Die andere Person ist wahrscheinlich genauso unsichtbar für die Versammelten wie die Person mit dem Putzlappen. Und ich finde, das macht eben dieser Film irgendwie ganz, ganz schön, so diese sehr verschiedenen, unterschiedlichen Dimensionen aufzeigen, eben, also das Personal, das dann irgendwie von der Firma Elite kommt, was ja auch ein sehr sprechender Name ist, ja. Versus dann eben in der Ada-Kantine, wo diese ganzen verschiedenen Realitäten und verschiedenen Hierarchien auch irgendwo aufgebrochen werden. Genau, jetzt stoppe ich das mal. Was ich, also auch in dem Prozess, das von dieser Stadtversammlung, das ist ja eigentlich so, dass da ja mehrere, also jetzt, also pandemiebedingt dürfen da immer nur 5 Leute, also die tagen einmal im Monat in Frankfurt, das ist das Stadtparlament, die tagen einmal im Monat und dann gibt es 5 Zuschauertickets und dann 3 Pressetickets und die sitzen aber hinter der Glaswand sozusagen. Und was ich wirklich sehr spannend finde, dass dann eben, wie du schon gemeint hast, die Damen, diese von diesem Facility Management, die sind eigentlich das Publikum für diese parlamentarischen Zusammenkünfte, die aber eigentlich keine Stimme haben, die vielleicht gar nicht Deutsch können, keine Ahnung, aber das sind so die, die diesen Entscheidungen so beiwohnen, dass die irgendwie die sind irgendwie unsichtbar, aber trotzdem sind die irgendwie so komisch, auch so das Publikum in dem Moment, weil sonst keines gibt. Also es ist schon, genau, ich glaube, das sind einfach alles so, also ja, so irgendwie so Beobachtungen, die uns oder mir, die ich so sehr stark empfunden habe letztes Jahr. Plus, ich glaube ja auch, dass diese Körperlichkeit oder viel von so Care-Arbeit ist ja sehr körperliche Arbeit und irgendwie war es halt, also gibt's, ist es trotzdem diese Stadtverordneten, diese Stadtverordnetenversammlung, ist es auch so, dass die während den ganzen Versammlungen, die dauern manchmal, keine Ahnung, bis zu 10 Stunden, gibt es immer auch eine Kantine, ein Buffet, wo die ständig rein und raus gehen, Würstchen essen, keine Ahnung, irgendwie Kaffee trinken, Kaffeekuchen, also irgendwie so diese Dimension von diesem Essen ist so super wichtig und da werden auch so die ganzen Deals dann gemacht oder das war auch so dieser Vorraum von dieser Versammlung, das war so der Ort, wo ich dann mal den Moment hatte, den Stadtverordneten Vorsteher zu fragen, hey, können wir das nächste Mal bitte einmal das mitfilmen und so, also das waren immer so diese Momente, die man total abpassen musste, weil es, genau, auf der einen Seite ist es ja wie nicht gestattet, sich zu sehen, aber in der Kantine gibt es dann eigene Regelungen, wo man mit Abstand dann doch irgendwie gegenüber sitzen darf oder so. Also ja, sind vielleicht alles so Beobachtungen, die halt dann so deswegen so in diesen Film eingeflossen sind. Plus auch diese Aufnahmen,
da esse ich ja ein Würstchen, habe ich mich ja selbst gefilmt. Ich hatte ganz lange eigentlich Filmverbot. Also eigentlich durfte ich ja nicht filmen, warum auch immer. Also bei Fernsehen darf da auch ein, aber wenn wir sozusagen keine, wenn wir so KünstlerInnen sind und jetzt nicht von so einem privaten Fernsehsender kamen. Und dann haben wir halt immer so kleine Handyvideos gedreht, die dann ja natürlich super nah sind, weil die immer so an unseren Körpern dran waren, glaube ich. So hat sich das ja dann auch ergeben. Also auch viel durch diese Verbote wird es dann so nah. Also es ist. Ja. Indem ihr all diese ganz konkrete Handlungen dokumentiert, sieht man auch, wie der Film selbst ein bisschen nach der Versammlung sucht, hatte ich das Gefühl. Also es zeigt nicht nur eure künstlerische Forschung und es zeigt nicht nur eine Etappe eurer künstlerischen Forschung, sondern auch, wie die Versammlung fast körperlich auch gesucht wird. Also die Versammlung erscheint nicht nur als sozial zerspaltet, also wie Nina gezeigt hat, wie du sagtest, es gibt Leute, die unsichtbar sind, die eigentlich immer zum Publikum gehören und die da im Film auftauchen, aber auch keine Stimme haben. Also die Versammlung erscheint eigentlich wie zerstückelt oder zerplatzt durch die Form des Films. Das fand ich auch ganz interessant, zum Beispiel eben mit diesem Zoomfenster, das plötzlich auftaucht auf dem Bild. Und als der Film eigentlich auf der Webseite des Musenturms ausgestrahlt wurde, waren eigentlich auch seine Zuschauenden beziehungsweise sein Publikum zerstreut und in die Privatsphäre zurückgezogen. Und ich frage mich einfach, inwiefern es euch wichtig war, erstmal eure Forschung zu dokumentieren und wie jetzt der Film zirkuliert. Ist es euch wichtig, das zu zeigen oder habt ihr euch wirklich auf die Arbeit in der Kantine fokussiert und das ein bisschen so als Dokument davon gemacht. So, inwiefern ist es euch wichtig, das zu zeigen, der Film als Gegenstand? Zirkuliert er jetzt oder? Ich weiß das gerade gar nicht so genau eigentlich. Also genau, das war jetzt im Januar, haben wir den am Musenturm gezeigt, aber wir werden also bestimmt den Film wahrscheinlich noch auf so Performance-Festivals irgendwie vielleicht zeigen dieses Jahr oder ich weiß nicht, in welcher Form das möglich ist. Tatsächlich haben wir total lange uns dagegen gesträubt oder das den Film im Internet zu zeigen, weil wir da das Gefühl hatten, es wäre sogar besser, im öffentlichen Raum an der Hauswand vielleicht zu projizieren, weil dann kann man wenigstens 2 Meter mit jemandem trotzdem das irgendwie gemeinsam schauen. Das ging dann irgendwie alles nicht und so. Aber da war, also ich glaube, diese Zerstreuung, wie man sich den Film anschaut, das war tatsächlich voll schade. Oder da hätten wir uns eigentlich so gewünscht, dass es irgendwie einen Weg gibt, den so zeigen zu können, dass man dazu mehr irgendwie sein kann. Das hat sich halt nicht ergeben, leider, aber genau, also wo ich das Gefühl hatte, weil natürlich Film, also es ist ja irgendwie ganz komisch, weil also Film kann man sich ja total easy immer irgendwie so am Laptop halt reinziehen oder ganz viele Filme sind ja auch schon so dafür gemacht, also auch was so Bildästhetik angeht und so, dass man sich das alleine anschaut, viel mehr Nahaufnahmen und so, kaum Totalen und Weiteinstellungen und sowas. Genau, aber da war es eigentlich so voll schade für uns, dass das dann nicht möglich war, den irgendwie installativ zu zeigen. Und geht es jetzt weiter mit der Kantine? Also Das läuft immer noch jedes Wochenende. Also ich bin da jetzt nicht mehr wirklich involviert, weil ich ja nicht in Frankfurt wohne. Aber das sind immer noch, jedes Wochenende gibt es immer noch diese Essen. Und genau, also jetzt im Winter war es, glaube ich, nochmal, hat das halt nochmal andere Dimensionen angenommen, weil es eben kälter wird. Dann ist das halt für die Wohnungslosen halt noch komplizierter. Oder es war, glaube ich, also im Winter viel komplizierter, diese Essensausgaben zu gestalten, weil man sich eigentlich im Außenraum nicht wirklich aufhalten konnte. Das war so ein großes Thema, aber genau, die Ader gibt es nach wie vor. Und Und eben hat die Arbeit dort eigentlich wirklich zu einer Reflexion, nicht nur zu ihrer Zusammenarbeit geführt, sondern auch also vielleicht zu einer Selbstreflexion über eure KünstlerInnenrolle geführt. Wie würdest du das bei dir beschreiben? ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, das war ja das ganze Jahr voll unsere Diskussion oder auch dann so die Frage, ja, okay, die Theater sind zu, was sollen jetzt eigentlich wir machen, wenn wir eigentlich im performativen Bereich arbeiten? Und vielleicht
ist es jetzt auch einfach nicht gerade die Zeit und dann können wir vielleicht was anderes machen, was sinnvoller ist in dem Moment. Und das war dann halt in der ADA arbeiten. Also ich glaube, es war so, wir haben schon, also ich glaube, das ist sicher bestimmt auch nachhaltig, voll die Frage, wie man damit umgeht. Also vor allem durch Corona sind einfach auch viele Möglichkeiten für Bedürftige weggefallen, wegen diesen Restriktionen irgendwie Hilfe zu bekommen. Oder ich weiß nicht, die Pandemie spielt sich ja irgendwie, also alle gesellschaftlichen Probleme ja mehr zu. Und da gab es irgendwie dann noch mehr irgendwie vielleicht Bedürfnis, da sich so sozial zu engagieren. Oder ich glaube, es geht zumindest sehr vielen Leuten, die in der ADA dann arbeiten, so. Dass sie das Gefühl haben, das kam ja in dem Film auch so, ich bin den ganzen Tag eh allein im Homeoffice. Und eigentlich freue ich mich total, irgendwie was mit anderen Menschen tun zu können überhaupt. Und dann ja, hat das für viele Leute, glaube ich, so voll den Stellenwert eingenommen. Vor allem, weil ja sonst auch alles, die ganze soziale Interaktion oder wo ja Kultur auch voll ist, das Riesending ist, einfach weggefallen ist. Haben das, glaube ich, viele Leute so beschrieben, dass sie das dann so voll schön finden, einfach für sich selbst ihre Wochenenden zu verbringen. Ich habe das Gefühl, in der ADA passiert so ein bisschen das, was du vorher angesprochen hast mit diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast, aber so diese Zwischenräume zwischen den eigentlichen Strukturen, zwischen den Kommunikationsformaten, also keine Ahnung, wenn wir jetzt uns hier auf Zoom treffen, dann ist halt das Meeting dann fertig und dann sind wir sofort wieder alleine und ich habe das Gefühl, die ADA macht hier so ein bisschen was wie eben so diese Zwischenräume wieder neu auf. Also das eben das Informelle und ja nicht Strukturierte eigentlich auch, klar ist es strukturiert, aber es bietet so einen Raum für eine Offenheit auch. Also ich glaube für mich, ich fand es auch für mich persönlich, es ist natürlich, also dadurch, dass ich die meiste Zeit ja auch mit der Kamera gearbeitet habe, ist es ja auch total problematisch, wen filmst du, wen film ich nicht, also wer hat mir das erlaubt und mit wem, also die Kamera macht ja auch total viel sichtbar, was vielleicht gar nicht sichtbar sein will, also es ist ja auch, das war auch voll oft die Frage, okay, wie gehe ich da eigentlich mit der Kamera damit um? Und gleichzeitig distanziert die ja auch voll. Also die Kamera ist für mich ja persönlich auch voll der Schutz, warum es für mich dann viel einfacher ist, vielleicht näher hinzugehen. Oder also weil du auch über diese Körperlichkeiten redest. Und da so sehr detailreich hinzuschauen, wo man das eigentlich nicht macht. Vor allem, wenn man irgendwie Leute bei der Arbeit beobachtet oder so. Also ja, das in Bezug auf die Gäste sozusagen, aber auch in Bezug auf das Kochen oder die Arbeit in diesem Stadtparlament von den Damen, die das Reinigungspersonal sind. Und da habe ich, glaube ich, auch keine gute Antwort gefunden, obwohl ich dann auch, also für mich jetzt ganz persönlich auch merke, ja, die Kamera ist für mich schon auch so ein Schutz, weil ich so eine sehr bestimmte Agenda habe. Das kläre ich vorher ab. Es gab aber auch Situationen, wo ich das Gefühl hatte, es ist vielleicht jetzt mega übergriffig, das zu filmen. Also es ist schon, dass man die ganze Zeit irgendwie ein bisschen so in dieser Erschütterung ist davon, was ist dann so dieser Blick, den ich da aufmache oder so. Ja, aber eben dadurch, dass ihr euch auch selber filmt, sieht man den ganzen Prozess. Das meinte ich auch mit Inszenierung. Also nicht, dass ihr euch in den Vordergrund rückt und ihr als wohltätige KünstlerInnen inszeniert, sondern dass man euch einfach im Prozess sieht. Und das macht auch den Essay-Film aus. Also der entsteht wirklich aus der Notsituation mit den Mitteln, die man zur Hand hat. Und das dokumentiert hält. Genau, plus, was ich total wichtig finde, generell, aber besonders in diesem Arbeitsprozess, ist eben, dass wir so angreifbar bleiben als KünstlerInnen, dass wir uns da so mit involvieren und dass man uns auch doof finden kann oder also, dass wir auch so eine Angriffsfläche bleiben können und dass man sich nicht so sicher zurückzieht. Und dann bist du so das alles, was dass man da irgendwie, dass wir angreifbar bleiben. Ich glaube, das ist so der Haupt, eins der wichtigsten Aspekte, abgesehen davon, dass wir halt einfach unseren Prozess irgendwie auch dokumentieren wollten. Ja,
Ja, und ihr bezieht auch eure theoretischen Fragen im Film ein. Also es fragt auch explizit, wonach ihr sucht, also der Teil zu Rojava und so weiter. Ich hätte nur eine Frage zu einer Szene, vielleicht kurz bevor wir die Diskussion öffnen, zur künstlerischen Forschung eben und zu euren Selbstinszenierungen. Es gibt eine Szene, wo man euch sieht bei einem Workshop mit diesem Faden und ihr versucht ein bisschen also das Zusammensein physisch zu erproben. Und ihr sagt, glaube ich, dass diese Szene, also ihr wart euch nicht sicher, ob diese Szene dann in den Film kommen sollte. Und ich habe mich da gefragt, ob es vielleicht, also vielleicht eine Ironie über Klischees, über die Kunstwelt war oder ob es, warum wart ihr euch nicht sicher, ob ihr diese Szene auch Ja, einbauen ich glaube schon, dass das auch so ein also ich glaube schon, dass das auch so ein Kommentar war, vielleicht ein bisschen ein zynischer Kommentar oder ist auch die Frage, jetzt in Corona gibt es auf einmal ganz viele so Stipendiengelder, die freigemacht werden, aber das sind vielleicht dann gar nicht die gleichen Summen oder das ist einfacher vielleicht abzurechnen für den Staat, als dass alle KünstlerInnen auf Hartz IV gehen. Keine Ahnung, ich glaube, das sind auch schon so Überlegungen, die da so reinkommen. Plus ist es natürlich dann dieser Workshop, also genau, also das stimmt auch, dass ich eigentlich nicht so dafür war, dass wir das mit reinnehmen, aber wir haben uns dann irgendwie so dafür entschieden, diesen Konflikt vielleicht so offen zu legen. Darüber, ja, okay, was heißt eigentlich dann so künstlerische Forschung oder performative Forschung und wir sind alle keine professionellen TänzerInnen. Und haben dann halt einen Choreografen eingeladen, und das war aber eigentlich was ein total interessanter Workshop, weil er mit uns so Anordnungen probiert hat, wie es möglich ist, Teil einer Gruppe zu sein, wenn ich eigentlich mich nicht berühren darf. Also da, so wie man da im Raum miteinander umgeht. Aber ja, ich meine, natürlich kann man das auch als sehr zynischen Kommentar Ja. über die eigene Performance-Szene irgendwie auch so. Diese Systemunrelevanz von einer Form von künstlerischen Forschung, wenn man das ein bisschen Ja. bestritten ausdrücken möchte. Ja. Ja. Ja, also ich glaube, wir können gerne die Diskussion für die anderen Teilnehmenden eröffnen. Hätte jemand eine Frage zum Anfangen? Ja, Adrian Holler. Ja, ich hätte noch eine Frage zum Verhältnis von Projekt und Politik. Also ich hatte im Film immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Politik so ein bisschen gestört oder sogar gefährdet in ihrer Institution fühlt und wollte gerne nachfragen, wie ihr das erlebt habt, also auch in diesem Prozess, ob es eine Veränderung gab oder eher nicht. Meinst du jetzt die Politik als Institution, also diese Stadtverordnetenversammlung? Genau, ja. Ja. Ja, also die hatten, also es war total schwierig. Ich meine, man sieht das ja auch, ne? Wir waren dann einmal bei den Linken auch in deren Büro, der heißt auch wirklich Herr Marx, das ist kein Witz, der heißt echt so. Er ist Abgeordneter bei den Linken in Frankfurt. Und das war tatsächlich so, dass es total schwierig war, überhaupt Drehgenehmigungen zu bekommen für diese Versammlungen, was ja eigentlich wie der totale Widerspruch ist, weil das ja eigentlich die Institutionen sind, die per se am öffentlichsten oder am zugänglichsten sein müssten. So. Und das war aber wirklich alles so ein Verwaltungsproblem. Das war, glaube ich, jetzt tatsächlich kein politisches Problem, sondern dass ja diese Krise die ganze Zeit verwaltet wird und bei denen ja noch viel mehr. Also das ist irgendwie so, das war auch so wirklich das Teilabschnitte von Gebäuden. Da ist die Stadtverordnetenversammlung zuständig, da ist aber ein ganz anderer Magistrat zuständig, ist ganzen Wege sind halt super bürokratisch. Also es war halt ein organisatorischer Wahnsinn, diese Aufnahmen machen zu können von diesem leeren Plenarsaal. Obwohl ich jetzt nicht. Ich meine, keine Ahnung, man kann denen das auch unterstellen, dass die das ja dann verunmöglichen, darüber künstlerische Arbeit zu machen oder so, aber ja.
Also das war auf jeden Fall total schwierig. Und so, also auch so in dem Film, wie, dass wir wirklich wochenlang niemanden erreicht haben von der Verwaltung, nicht in die Räume durften, die, also die eigentlich so, ja, das war schon krass. Also genau, und Interviews haben wir dann, wir hatten auch ein Interview mit dem Stadtvorsteher dann gemacht, das hat aber nicht, das ist, also das ist der Herr Ziegler, der dann vorne saß bei der Versammlung und einmal diesen Flyer in die Hand gehalten hat. Das war schon so ein bisschen so, er ist der König und wenn er Ja sagt, dann dürfen wir und wenn er Nein sagt, dann haben wir Pech gehabt, dann dürfen wir da nichts filmen. Also es ist schon, ja. Aber es ist auch alles immer sehr, natürlich ist es nie irgendwas politisch argumentiert worden, sondern nur verwaltungstechnisch. Warum oder wieso wir etwas nicht durften oder schon oder, genau. Wenn ich da gleich einhaken kann, ich fand die, also was mich irgendwie total irritiert hat im Film, war die Figur von Nico Wiedemann oder Weidemann. Oder wie er hieß. Aha, ja. Mhm. Weil ich die Partei auch nicht kannte und dann war ich so, was ist das? Ja. Und ich finde, es macht sich irgendwie auch noch so, also es ist wie so eine, weil es eigentlich die Verkörperung auch so ein bisschen von irgendwie dieser Überschneidung von Parlament und Theater und, ja, und Performance und worum geht es eigentlich genau? Und ja, ich musste dann googeln. Tatsächlich sind wir auch mit Nico Wenemann. Deswegen konnten wir dann filmen, weil er, also ich weiß nicht, das sind alles Sachen, die ich wahrscheinlich eigentlich nicht erzählen darf. Naja, also mit ihm konnten wir dann überhaupt in diese Räume rein, weil wir sozusagen jemanden aus einer Fraktion gebraucht haben, der dann sagt, es ist für meine Partei wichtig, diese Aufnahme zu machen. So ist das dann irgendwie zustande gekommen. Ja. Genau, also die Partei, die machen dann halt immer auf den, wenn der öffentlich veranstaltet oder so, wie so, wie heißt das, so Tag der offenen Tür ist, dann machen die irgendwelche Punkkonzerte vor der Fraktion von der CDU drinnen und so. Also die versuchen, also das ist ja so deren ganzes Ding, dass die das so alles untergraben. Mhm. Hat sich das wirklich irgendwie gerade so überschnitten? Also eigentlich kommt das ja wie aus der seriösen, hochoffiziellen Politik her und unterwandert das aber total. Ja. Und hat euch dann so dafür die Tür geöffnet. Ja. Aber genau, ich wollte eigentlich gar nicht zu viel sagen, sondern das Mikrofon sozusagen wieder zurückgeben an die anderen Teilnehmenden. Hätte sonst jemand eine Frage? Ah ja, Dorota, ja. Sajewska. Ja. Genau, ich muss mich jetzt so laut machen. Ja. Ja, also ich würde sehr gerne wirklich also bei dem Titel nochmal einhaken. Ich glaube, da haben wir bisher noch nicht alles ausdiskutiert, weil mich hat das schon irgendwie interessiert, was du meinst, also beziehungsweise was ihr meint, also mit diesem Titel, mit dieser Setzung wirklich nach dem Ende der Versammlung. Was bedeutet das Ende der Versammlung und was bedeutet eigentlich für euch die Versammlung? Weil bisher habt ihr eher so drüber gesprochen, dass die Versammlung eher so mit diesem Parlament sozusagen zusammenhängt oder beziehungsweise es wird eben diese parlamentarische Versammlung ja auch mit der Versammlung eben gleichgestellt. Aber für mich deutet natürlich auch die Versammlung das, was zum Beispiel Judith Butler also in ihrem Buch Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung auch so ausführlich beschrieben hat und thematisiert hat. Das heißt also eher so die Versammlung von wirklich von Körpern auf den Straßen, auf den Plätzen, in anderen öffentlichen Räumen und eben gar nicht also die Versammlungen von Politikern sozusagen, sondern tatsächlich von den Körpern, die an der Politik leiden, könnte man sagen. Die wirklich prekär werden und die sich versammeln, um eine gewisse politische Handlungsfähigkeit überhaupt zu erlangen, beziehungsweise sie versammeln sich und machen sich so das Recht
für die Pluralität, für das performative Handlungsfähigkeit eben zu erscheinen gilt sozusagen. Also sie versuchen wirklich diese Körper sich auch selbst, also ins Zentrum des politischen Feldes einzusetzen. Ne? Also und eben außerhalb der Politik, also wie wir sie normalerweise definieren. Ne? Und das fand ich also irgendwie spannend, also inwiefern eben dieses fehlende Bild sozusagen von sich versammelnden Körpern auf den Straßen, im öffentlichen Raum und so weiter, auch also mit inbegriffen ist sozusagen, ne? Was, weil eben also diese Körperlichkeit heutzutage so fehlt, ne? Oder beziehungsweise weil wir sie so vermissen, auch als eine Art von politischer Kraft eben. Ne? Ja, ich glaube, der Titel, also nach dem Ende zielt dann schon darauf ab, dass es ja etwas danach gibt. Also ich glaube, es ist ja nicht wie das Ende der Versammlung, sondern so nachdem, dass das vorbei ist. Ich glaube, ist eher so, dass wir da so drüber nachgedacht haben, okay, was passiert eigentlich so danach? Und ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass so die Theater leer waren und die Parlamente leer waren, was aber nicht heißt, dass es ja gar keine Formen von Versammlung mehr gibt, in dem Sinne, so wie du das gerade beschrieben hast, was so leibliche Kopräsenz oder so ja dann auch ist oder auch für so aus Publikumsperspektive voll wichtig ist. Was ich tatsächlich einfach dann entschieden habe, wir haben auch total viel darüber geredet, okay, wie eigentlich, also jetzt das ganze letzte Jahr war das ja auch total problematisch, wie Demonstrationen abgelaufen sind oder so Gegenpositionen zu diesen Corona-Regeln und sowas. Und da haben wir uns so ein bisschen entschieden, das einfach das nicht explizit mit zu thematisieren in dem Film, obwohl ich glaube auch, dass es jetzt nicht heißt, dass, ja. Weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie deine Frage beantwortet habe, wahrscheinlich nicht, aber. Nee, weil also ich frage ja auch so vielleicht in Bezug auf eine andere Realität und zwar nicht deutsche Realität, sondern auf die polnische Realität, auch wirklich politische Situation, wo sich tatsächlich also vielleicht nicht mehr also Parlamente versammelt haben, aber dagegen eben die Menschen auf den Straßen in riesigen Demonstrationen haben sich doch versammelt. Also man kann sagen, dass eben also das Ende der parlamentarischen Versammlung hat letztendlich ja auch diese Kraft ausgelöst, dass sich die Frauen, also vor allem also in Polen, also wirklich Millionen von Frauen in allen möglichen Städten, trotz Corona oder gegen Corona-Restriktionen und Maßnahmen wirklich so als eine politische und verkörperte eben Versammlung auch versammelt hat, ne? Beziehungsweise diese stille, nicht stille Körper, aber wirklich Körper auch zu einer Versammlung gekommen sind. Also, und ich fand es irgendwie also ganz spannend, dass es eben, warum eben gibt es ja auch diese Dimension bei dir nicht, ne? Also liegt das wirklich an der lokalen Politik beziehungsweise an der westlichen Art und Weise, wie man ja auch das Politische versteht, also inwiefern sind eben also solche Straßen auch Versammlungen auch sozusagen regional, lokal ja auch zu verstehen. Also das war nur so meine Frage. Also als ich mir das eben den Film angeschaut habe, beziehungsweise zum ersten Mal als Livestreaming, da gab es wirklich diese riesigen eben Versammlungen, also in Polen, ne? Gegen den Abschaffungsverbot, also gegen das Verbot gegen Abtreibung. Ne? Ja, ich glaube, dass wir also wie diese drei Kapitel ja funktionieren, die Kantine, das Parlament, das Theater, dass wir tatsächlich davon so einfach von Institutionen ausgegangen sind. Und es einfach, und es, ich glaube, es war gar nicht eine Entscheidung dagegen, sich mit Versammlungsstrukturen in Form von Protest auseinanderzusetzen oder Widerstand oder so, sondern ich glaube, das war einfach nur so das Framing, wenn es in diesen Räumen, wenn die Repräsentative nicht mehr stattfindet, was passiert danach? Also ich glaube, dass um das ging es, glaube ich, dann mehr, oder es war eher so der Wunsch, das so zu zeigen oder auch diese leeren Räume zu zeigen. Und
Und gleich noch mit dem Beispiel Schweiz hier nachzuschieben, von wegen Versammlung und Proteste, kommt mir nur gerade in den Sinn das aktuelle Beispiel von den aus Zürich vom letzten Samstag, als es einen politischen Parcours zum Internationalen Tag der Frau geben hätte sollen, der extra Corona-konform in verschiedene Posten aufgebaut war. Und das wurde dann aufgelöst mit der Begründung, dass es gäbe eine Bewilligung für die ganze Veranstaltung, also für irgendwie 8 Posten. Es dürfen an diesen 8 Posten nur 15 Personen sein insgesamt, obwohl diese Posten in total weiter Distanz voneinander entfernt waren. Und da eben, also da kommen halt irgendwie so die Versammlungs-, eigentlich die Konformität des Versuchs, sich zu versammeln, die dann aber trotzdem irgendwie gleich wieder so von der Institution halt Politik, Polizei irgendwie dann doch wieder unterwandert wird. Ich fand, das hat sich irgendwie, ja, ich glaube, da hat einfach auch die Schweizer oder die Zürcher Protestkultur dann auch nicht die genügende oder nicht genügend Ansatz Kraft, um eine solche Demonstration oder solche Demonstrationen, Proteste, Versammlungen wie in Polen auf die Beine zu stellen, weil es da gleich institutionell unterwandert wird oder abgesagt. Aber das ist schon sehr weit vom Thema entfernt. Was ich mich gerade noch so gefragt habe, ist, ob eigentlich diese Institutionen, dass da ja dieser große Unterschied ist wahrscheinlich, dass diese Versammlungen da ja total verwaltet sind und man die ganzen, und es bestimmte Absprachen gibt, die alle kennen und an die man sich hält und die vielleicht ganz anders funktionieren dann als politischer Protest und vielleicht ja da wirklich eine andere Form von Versammlung ja dann vielleicht auch sehen oder so. Also welche meinst du jetzt? Also ich meine zum Beispiel auch das Theater als Form von Versammlung, ne? Da gibt es, also dass es einfach bestimmte Regeln gibt, ich kaufe mir ein Ticket, das ist mein Platz, davor und danach kaufe ich mir einen Drink oder so. Ja, Milos, ich glaube, du hast die Hand gehoben. Ja, danke. Ja, danke für das Gespräch. Es hat mir sehr gefallen, der Film. Weil also die Arbeit generell, dass sie diese Frage stellt, wo ist der Ort dieser Versammlung, oder? Also weil es diese 3 Kapitel, die kann man auch so anschauen als verschiedene sozusagen Untersuchungen oder von den möglichen Orten der Versammlung. Und ich denke, dass wir uns definitiv fragen sollten, findet die Versammlung in diesem Stadtparlament statt? Findet sie auf der Straße bei den Protesten statt? Findet sie zu Hause bei den Zuschauern, die im Fernsehen normalerweise die Übertragungen zuhören? Findet sie jetzt neuerdings in Zoom, wo dieser Mann da zuhört, sozusagen, und sich dann plötzlich einschaltet? Oder finden sie irgendwo sonst statt? Also es ist einfach eine sehr gute Fragestellung. Und ja, also man kann ja nicht so eine einfache Antwort geben, aber so wie ich es verstanden habe, und interessiert mich jetzt, was ist, also am Ende dieses Experiments, was würdest du sagen, wo ist am nächsten dann die Versammlung? Bei der Wahl, beim Wahltag, wo die Menschen irgendwie dann wählen gehen, weil wir haben jetzt eine serbische Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo es da Wahlen gab, mitten in der Pandemie, im Juni, Anfang Juni oder sowas, wo es danach auch Proteste gab, wegen der Art und Weise, wie diese Wahl organisiert wurde. Also ich finde, es ist einfach eine sehr spannende Frage, oder wo findet diese Versammlung über, also wo ist sie, nicht wer oder was, sondern wo, ja. Ja, das finde ich. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage, die ich habe. Ich glaube, ich könnte da jetzt auch nicht sagen, ich kann das so beantworten. Aber ich finde das total interessant, was du sagst, ob es eigentlich so bestimmte Räume überhaupt braucht oder nicht. Also, oder ja, dass es dann wahrscheinlich Versammlungen gibt, die eine bestimmte Agenda haben und vielleicht andere nicht. Vielleicht ist das dann auch noch
oder der Begriff ist vielleicht auch einfach so sehr weit gefasst. Ja, und vielleicht ist jetzt die Versammlung auch nicht mehr eben nur räumlich, kann nicht mehr nur räumlich gedacht werden, sondern verschiebt sich halt wie auch teilweise in die Virtualität, die ja schon auch ein Raum ist, aber ein ganz anderer Raum irgendwie. Ja. Obwohl ich mich da auch mal frage, also es gab ja dann auch letztes Jahr ganz, auch so voll viele Experimente, so wie funktioniert Protest auf Zoom oder so. Und dass ich da aber auch merke, also dass live mit anderen wo zu stehen ist oder zu sitzen, ist schon eine total, also fühlt sich total anders an als über diesen digitalen Raum, auch wenn man das Gefühl hat, man ist so Teil von etwas vielleicht, aber wie du auch schon meintest, Nina, dass man dann ja dann auch nach so einem Zoom, dann ist es halt so vorbei oder was ist so der Nachklang davon, dass ich so das Gefühl hatte, ich war Teil einer Gruppe oder ja. Hat auch irgendwie die Sichtbarkeit, also man kann sich ja treffen auf Zoom, aber wer da nicht konkret in diesem Meeting dabei ist, sie kriegt das einfach nicht mit auch, was ja in der physischen Versammlung wie nochmal eine andere Präsenz auch hat oder so eine Visibilität. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder auch Kommentare oder Statements aus dem teilnehmenden Bereich? Ja. Ja, hallo. Ich bin hier mit Baby. Ich probiere mal. Okay. Gab es eine Situation, wo ihr nicht physisch proben konntet im letzten Jahr? Also man sieht im Film, dass ihr trotzdem irgendwie eine Art Zusammenkunft, Plan, Konzeption, dass das möglich war. Gab es eine Phase, wo es nicht möglich war? Und eine Frage, die ich habe, ist mit Streaming und mit online-digitalen Projekten, ob du das Gefühl hast, ob vieles, was jetzt entsteht oder wo ihr auch reagieren musstet, ob das eine Art Notlösung ist, weil so viel Unsicherheit ist mit Plan A, Plan B, Plan C und dass vieles, was man eigentlich anders geplant hat, dass man es wegen Förderung umsetzen muss. Das ist ja so meine Frage. Also die erste Frage zu den Proben kann ich ganz gut beantworten, dass, wo man eben sieht, wo dieser Rechtswissenschaftler dann so eingeblendet war in diesem Bild. Das haben wir tatsächlich total viel gemacht, dass wir die ersten Konzeptionsprobenwochenenden viel digital gemacht haben. Also das hat man ja auch gesehen, dass wir dann in diesem Proberaum waren. Da war zum Beispiel, dass ich einfach wegen diesen Covid-Bestimmungen nicht reisen durfte. Und dann haben wir halt irgendwie versucht, okay, wie können wir digital proben oder halt arbeiten gemeinsam, ohne physisch am selben Ort zu sein. Da, wo wir dann diesen Tanzworkshop gemacht haben, da hatten wir total Glück, da hatten wir ein riesiges Atelier in Frankfurt, was lustigerweise das ehemalige Archiv der Deutschen Bank war. Das war gerade so, ist umgenutzt worden. Und da hatten wir so 400 Quadratmeter für 3 Monate und da konnten wir total gut auf Abstand parallel arbeiten. Und zu diesen Online-Formaten, ich habe das Gefühl, es ist so, auf der einen Seite, was ich total super finde an den Online-Sachen, ist, dass es einfach möglich ist, dass Leute, die vielleicht gar nicht die Chance haben, diese Stücke zu sehen, auch die einfach in ganz anderen Städten sind, teilzunehmen und sich Arbeiten anschauen zu können. Gleichzeitig baut diese Digitalität, glaube ich, auch viele Barrieren auf. Also für viele ältere Leute oder Leute, die kein Internet zu Hause haben oder I don't know, ist es, glaube ich, schon auch schwierig, da teilzunehmen. Und ich glaube, so, also gesprochen aus dem performativen Bereich, ist es, glaube ich, für viele Leute, für viele Kulturschaffende schon ein bisschen eher eine Notlösung, das auf online zu legen. Ich persönlich finde das aber auch eine total coole Chance. Oder ich glaube, wenn man so eine große Zuneigung zu digitalen Medien hat oder aus der Richtung, aus der ich auch viel komme, finde ich das eigentlich total interessant. Also es gibt ja, ich finde es total interessant, dass jetzt ganz viele neue Formate oder habe ich das Gefühl auftauchen, wie man über bestimmte Telegram-Chats irgendwelche performativen Stücke anschauen kann. Also zum Beispiel gab es da von Machina X am Hau im letzten Dezember eine sehr coole Performance, wo man
vorab Sachen nach Hause geschickt bekommen hat. Also ich finde, diese digitalen Strukturen sind auch dann auf einmal so total privat. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch das Seltsame, ich empfinde das oft so als super seltsam, dass ich eigentlich in meinem Wohnzimmer bin, in meinem super privaten Raum und mir irgendwelche Performances ansehe. Und dann habe ich so dieses Ausgehen gar nicht. Also es ist alles schon so privat und schon so zu Hause. Das finde ich manchmal tatsächlich total seltsam, weil es diese Übergänge nicht mehr gibt von, ich gehe da hin oder ich gehe in die Öffentlichkeit oder in den öffentlichen Raum, was ja auch das Theater ist oder halt, genau, dass ich immer also fühle, dass man so, dass dieser private Raum sich total verändert. Das finde ich aber auch total interessant. Aber ja, ich weiß nicht, ob das beantwortet, was du wissen wolltest. Ja, also ich finde es spannend, weil ich auch eben kulturschaffend bin, Performance und Theater mache und auch betroffen war jetzt von Corona, alles verschoben oder dann auch teilweise auch gestreamt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das war jetzt erstmal eine Notlösung, weil wir das machen mussten. Was ich spannend fand an dem Film war, dass ihr das irgendwie sehr kreativ genutzt habt, die Situation, um daraus was zu machen, was sehr spannend. Also ich fand es sehr spannend, diese Form des Zusammenkunfts in der Kantine und dieses Gemeinschaftliche. Und wäre das möglich gewesen, über Zoom zu machen? So diese Form der Gemeinschaftlichkeit, die ihr dann noch habt, wirklich physisch euch getroffen zu haben, mit anderen Leuten was gemacht zu haben, wäre das überhaupt online möglich gewesen? Das ist meine Frage. Ja, also ich glaube in der Kantine auf keinen Fall. Also ich glaube das, glaube ich, auf keinen, also oder ich wüsste nicht, wie das gegangen wäre, oder da geht es wirklich total viel um so kleine Gespräche, um so sehr persönlichen Austausch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist vielleicht auch mit Digitalität oder der Umgang davon auch echt ein bisschen vielleicht eine Generationssache. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die so 10 Jahre jünger sind als ich, in den digitalen Medien ganz anders leben oder die ganze Gaming-Culture, das ganz anders funktioniert schon mittlerweile und dass das total persönlich ist und dass da riesige Communities gibt, und das erlebe ich auch so. Also ja, aber es ist natürlich auch sehr exklusiv oder sehr zufällig. Also ich glaube, so dieser Zufall ist vielleicht nicht mehr so möglich. So diese zufällige Begegnung mit jemandem, den man nicht kannte, der aus einem ganz anderen Kontext kommt wie man selbst, das weiß ich, also oder da habe ich wenig Erfahrung damit im digitalen Raum, wie das so funktioniert oder wie das funktionieren kann. Ja, Milos? Ja, was mich auch so schockiert hat, also oder irgendwie jetzt, dass ich nicht erwartet habe, ist ja diese, als du erzählt hast, dass ihr eigentlich via die Partei dann sozusagen Zugang bekommen habt und eigentlich erst dann in diesem Raum euch mit diesem, in diesem Vorraum vor der Stadtparlament, wo sich alle Leute treffen, dann mitmachen konntet. Also das heißt sozusagen, die Repräsentation, also ist ja auch, also es gibt ja keine Versammlung ohne Repräsentation, und die Stimme konntet ihr gar nicht eigentlich erobern. Also es ist in dem Sinne, also ja, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied wirklich gibt zwischen diesen digitalen Umgängen und diesen, also schlussendlich gibt es ja immer einen also ein Medium, und es gibt eben Repräsentation. Also ja, ich meine, auf diesen Stadtverordnetenversammlungen, da dürften wir dürfen ja da auch gar nicht sprechen. Also man darf ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, aber zum Beispiel im Deutschen Bundestag, wenn man dazu Sitzungen gibt,
geht, da ist auch verboten, man darf nicht gähnen, man darf auch nicht einschlafen, weil Einschlafen gilt als politische Meinungsäußerung und dann wird man einfach dem Ort verwiesen. Also in Berlin im Bundestag ist das so. Also man darf auch nicht klatschen, nichts, man darf wirklich nur so teilhaber sein, also man darf einfach wirklich nur so zuschauen und sonst nicht sprechen, weil es, also die Idee ist ja, ne, es gibt unsere gewählten VertreterInnen, die in unserem Namen sprechen, aber es ist ja keine Basisdemokratie sozusagen. Ja, aber das mit dem Einschlafen ist auf jeden Fall ein ganz netter Hinweis. Also die Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, habt ihr also euch überhaupt da versammelt? Oder wurde eure Versammlung sozusagen von diesem Parlament dann sozusagen inszeniert, weil sie eigentlich die zugelassen haben? Also überhaupt die Möglichkeit, sich zu versammeln, oder? Also in diesem Ort ist ja nicht gestattet. Also. Nein, genau. Also ich glaube, das war wirklich, ich meine, obwohl ich auch sagen muss, das hat ja total viel einfach mit diesen Corona-Regelungen zu tun, auch, dass einfach die ja auch in eine Bredouille kommen, wenn sie jetzt sagen, okay, sie lassen jetzt eine Künstlergruppe da rein und dann entsteht vielleicht eine Infektionsgeschichte daraus gehend. Die sind halt irgendwie das Parlament und halten sich nicht an die Regeln. Also da war halt auch immer total viel unklar, wie kann man damit umgehen. Und dann gab es halt da immer die Meldung, okay, das wird ja über den Stream übertragen, aber es gab keine Videoübertragung von den Versammlungen, also jetzt im Parlament, also im Stadtparlament gesprochen, sondern nur über Audio. Aber das hat auch meistens nicht funktioniert, wenn man sich da eingewählt hat. Und dann war das technisch total schlecht ausgestattet. Also genau, es ist halt irgendwie das Stadtparlament. Ne? Es ist, ja, genau. Also beim Bundestag ist es ja schon so, dass das mitgefilmt wird und die ganzen Steno-Abschriften kann man ja am nächsten Tag sich schon anschauen von den Sitzungen. Aber beim Stadtparlament, genau, waren dann immer nur drei Leute oder vier oder fünf Leute. Zuschauerkarten gab es halt dann. Ja, möchte sich noch jemand melden? Irgendwelche Frage an Julia oder Kommentar zum Projekt? Ja, Doris, Dorota. Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar in Bezug auf diese Theaterversammlung, die du genannt hattest, also dass das eben auch damit so gemeint war. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als ich den Film gesehen habe, es geht eigentlich nicht um die Relation zwischen Live-Performance und Digitalität, sondern tatsächlich um eine Frage nach dem Ende der Kulturinstitutionen nach der Pandemie. Beziehungsweise vielleicht könnte man eben diesen Titel auch so ersetzen, also nicht nach dem Ende der Versammlung, also, sondern tatsächlich wirklich also nach dem Ende der Kulturinstitutionen, beziehungsweise der Kulturinstitutionen. Und das würde mich wirklich interessieren als eine Art von einerseits also wirklich Kritik an Kulturinstitutionen an sich selbst, beziehungsweise als Kunstinstitutionen, also egal, ob das Theater ist, Museum, Galerie und so weiter und so fort. Das hast du schon auch ein bisschen erläutert, eben, also dass für dich irgendwie dieses Thema wirklich interessant war. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch so eine Frage gestellt, also inwiefern jetzt eigentlich als eine Art von angewandte Gesellschaft Kunst so zu sprechen, zu behandeln wäre. Ne? Also im Sinne von, weißt du, vielleicht ist damit sozusagen Kunst oder Theater nur als Alibi gemeint. Ne? Also in dem Sinne, also in deinem Verfahren jetzt. Also eigentlich geht es vielleicht um etwas vollkommen anderes, ne? Um eine Art von Gesellschaftsarbeit, ne? So, um so ganz das so im Allgemeinen zu begreifen. Ja, ich glaube, das ist ja auch dann vielleicht das, womit sich so Performance-Kunst ja auch wirklich viel beschäftigt, was passiert, wenn die Repräsentation aufhört oder was heißt das, weil was stellt man auf der Bühne dar, was ist eine Aufführung, also es ist ja, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja wirklich so die Frage, für was
also welche Zeichen nutzt man halt wie. Und ich glaube schon, dass der Film, ich meine, es ist auch lustig, ich bin jetzt gerade in so einem Stadttheater in Regensburg und dann hetzt man so gegen die Institution, aber ja, das ist ja natürlich schon voll die Frage, oder ich meine, es gibt ja nirgends außer im deutschsprachigen Raum diese Theaterinstitutionen in der Form oder diese Stadttheater. In Russland und in Polen, würde ich sagen. Und in Polen auch, okay. Ich hab immer so das Gefühl, in Frankreich gibt es das nicht und alles sind immer so ein bisschen so das deutsche Stadttheater, aber ja, das ist, glaube ich, schon voll die Frage, für, ja, oder deswegen, diese Institutionen sind ja auch schon seit langem oder eh immer in Kritik eigentlich so, wen repräsentieren die eigentlich? Ganz viele Leute sind einfach nicht gemeint, die kommen weder auf der Bühne vor, noch hinter der Bühne, noch irgendwie, also es ist ja dann immer schon hauptsächlich für eine weiße Mehrheitsgesellschaft sozusagen, die sich selbst repräsentiert sehen will oder so. Und da ist, glaube ich, schon die Frage, okay, gibt es eine Möglichkeit davon, diese Institutionen abzuschaffen oder umzustrukturieren? Oder ich glaube, das ist ja dann auch immer so die große Schwierigkeit, wie geht das, dass das anders funktioniert oder dass andere Leute diese Jobs bekommen oder die Posten bekommen oder so. Also, und ich glaube, darum geht es ganz viel in der Arbeit. Und ich glaube, am Anfang war es ja auch so wie dann ja auch irgendwie vielleicht cool oder aufregend, so, wow, das ist jetzt alles leer. Was ist, wenn man einfach da was ganz was anderes reinbaut? Oder vielleicht brauchen wir das ja alles gar nicht mehr. Und vielleicht gibt es dann irgendwie so andere Strukturen, die man schaffen kann. Und ich glaube, da ist dann schon so, ja, auch so, was für eine Kunst, also ne, wenn du sagst, ja, okay, was bedeutet das vielleicht dann auch für so den zeitgenössischen Kunstbegriff? Wie können so Projekte anders gestaltet sein, die nicht nach hierarchischen Strukturen arbeiten oder ne, wo nicht nur Kollektive, die halt aus derselben Uni kommen, also wie kann man das so mehr öffnen? Ich glaube, das ist so schon voll der Wunsch oder so diese Energie, die es ja, glaube ich, schon voll gab letztes Jahr, wo ich dann angehört habe, okay, vielleicht passieren jetzt, ist es so ein krasser geschichtlicher Moment, wo alles sich aufmachen kann oder ist es so eine Solidaritätswelle gibt durch diese Pandemie oder so und nicht einfach, dass nur noch mehr Ausschluss produziert. Ja. Wie ist das für euch so? Was denkt ihr zu diesen Dingen? Das würde mich auch interessieren. Oder was sind so eure Erfahrungen? Ich hätte es nur kurz, weil es mir gerade, geht dann gleich Juri das Wort weiter, aufgefallen im Film, weil es gibt also diesen Moment, wo das leere Theater gezeigt wird und irgendwie auch so die Potenzialität, die mit diesem leeren Raum einhergeht. Und irgendwie war es für mich so, dieser Moment so sehr flüchtig und oh, eigentlich haben wir gerade was viel anderes, Besseres zu tun, als uns jetzt um dieses Theater zu kümmern, das da zwar leer steht, aber irgendwie ja, wahrscheinlich einen riesen Aufwand bedeuten würde, um sich das wie so anzueignen, von unten sozusagen. Genau, und Juri hat sich gemeldet. Oh, auf deine Frage, wie mein Empfinden ist, habe das Gefühl, dass eben, weil ich auch aus der freien Szene komme, dass diese prekäre Situation sehr viel prekärer geworden ist. Also wir alle sind betroffen, aber unterschiedlich. Also für jeden ist es auch anders. Aber zum Beispiel eine Theatergruppe aus Italien, die in einem Projekt mit drin war, die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Die haben nicht überlebt finanziell. Also mussten auch dann ihr Space dann verkaufen so und ja, gut situierte Häuser, die werden überleben. Also es wird eher so ja, neue Räume aufgemacht, aber auch die prekäre Situation, die es schon eh vorher gab, wird sich noch zuspitzen, habe ich das Gefühl. Also das ist so meine pessimistische Einschätzung. Deshalb ist auch die Frage mit dem digitalen Raum, für viele ist es eine Notlösung. Ob sich da jetzt was Neues oder neue Genres oder was sich daraus ergeben kann, so positiv gesehen, oder ja, was mit
zum Beispiel Tänzer für die oder ich komme nach Stimmarbeit, physische Arbeit, das ist total schwierig. Das geht, also da ist es, ja, vielleicht ergibt sich noch was, aber viele Sachen, die geplant waren, ergeben dann einfach keinen Sinn, sie zu machen, außer zu verschieben. Mhm. So ist mein Empfinden. Ja, und du sprichst auch von Ende der Versammlung, also im Sinne von, auch im Sinne von Ende der Aufführung oder der künstlerischen Repräsentation. Das heißt vielleicht auch ein Ende der Produktion, also dass ihr als KünstlerInnen nicht mehr ein Produkt herstellt, sondern euch eigentlich viel mehr darum kümmert, was schon besteht und das zu pflegen versucht, oder? Also die schon bestehenden Strukturen und daraus vielleicht Solidarität entstehen zu lassen. Das, ich habe schon ein paar Sachen während der Pandemie dazu gelesen, wie die KünstlerInnen während der Krise jetzt mit auch einfach mit Geldfragen umgehen, wie sie mit öffentlichem Geld umgehen können. Und es gab zum Beispiel einen Artikel, der Meinung war, dass die KünstlerInnen, das war ein sehr parteiergreifender Artikel, da meinte, dass die KünstlerInnen auch dieses öffentliche Geld dazu benutzen sollte, um eben gemeinschaftlichere Strukturen zu bilden. Und er sprach von einer Verwandlung von also öffentlichem Geld zu Herstellung von Commons in der Kunst. Also dass man eigentlich Strukturen der Commons jetzt herstellt. Und das macht ihr eigentlich ein bisschen auch im Projekt. Also ihr schafft, okay, ihr habt den Film gemacht, aber ich glaube, es ist klar, dass der Film, dass ihr nicht darauf setzt. Also der Film ist ein Dokufilm über diese Arbeit. Und ja. Ja, also mit all dieser Arbeit der Fürsorge sieht man vielleicht auch der Übergang in der Kunst von einer Ökonomie der Produktion zu einer Ökonomie der Care oder der Pflege, der Fürsorge und der Solidarität auf eine Art. Ja. Ich habe halt immer das Gefühl, dass die freie Szene oder frei selbstständig arbeitende KünstlerInnen da ja irgendwie aber auch ganz andere Möglichkeiten haben als diese Stadttheater und oder diese großen Institutionen, und ich habe oft das Gefühl, also das, was du jetzt irgendwie gerade beschrieben hast, das wäre vielleicht so ein Appell an diese großen Kulturinstitutionen, das irgendwie wirklich ernst zu nehmen. Und wie können die Nähe schaffen in Zeiten von so Abgrenzung? Und da würde ich denken, gibt es wahrscheinlich sehr viel Potenzial, das vielleicht nicht wirklich genutzt wird. Ja. Also, oder man wartet halt nur darauf, wieder, also den Betrieb so aufzunehmen, wie es mal war. Aber ich weiß nicht, vielleicht, das wäre vielleicht dann so die Utopie, wenn diese Institutionen vielleicht selbst was anderes werden können, oder? Ja. Es gibt auch Festivals, die einfach auch aus ökologischen Gründen sagen, dass sie sich jetzt total von der Produktion trennen. Also das, was sie eigentlich produzieren, eher Strukturen, die ja, die Gemeinschaftlichkeit begünstigen. Und die, ich hatte also den Begriff der Entspektakularisierung der Kunstwelt gehört, oder? Mhm. So. Ja. Ja, sonst weitere Fragen, Kommentare von den anderen Teilnehmenden? Gut, wollen wir vielleicht langsam bald abschließen. Ja, vielen Dank, Julia, dass du mit uns warst. Das war sehr spannend. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, uns hat uns sehr gefreut, dass du auch als Künstlerin auftreten kannst. Ich könnte jetzt, ich tue vielleicht in den Chat noch kurz, ich habe da so zwei Links reingemacht, wenn ihr wollt, gibt es da diese Redebeiträge, diese Tischreden, ich schicke das jetzt einfach da mal kurz in den Chat. Ja, super. Das sind immer so 10 bis 20 Minuten, ist vielleicht so ganz interessant. Super, danke vielmals, und wir zeichnen übrigens den Chat auf, falls ihr euch den Link jetzt nicht abspeichert. Also wir haben alles, das ganze Material zur Verfügung, falls sich jemand was wünscht.
Ja, genau. Also nächste Woche besprechen wir, das ist ausnahmsweise nächste Woche, die nächste Sitzung, da besprechen wir ein total anderes Projekt. Das war eine Aufführung vom polnischen Künstler Wojtek Zimilski. Es heißt Come Together. Ihr kriegt den Link in den kommenden Tagen. Julia, du bist natürlich auch willkommen, falls du dich anschließen möchtest, kannst dich bei uns melden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid, vielleicht ein bisschen zahlreicher. Und bis bald. Also danke nochmals, Julia. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ja, dir auch ins Regensburg. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Danke an alle.